Hallo und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Euer Wiki ist wieder für euch am Start und wir sind wieder mit Heinrich unterwegs. Ich bin noch in der gleichen Aufnahmesession. Ich denke, ich mache jetzt immer so 4 Folgen am Stück. Die erste ist ja schon draußen. Danke für die Kommentare. Danke fürs Liken und fürs Anschauen. Ich werde es trotzdem weiterführen, das wisst ihr ja, egal wie viele Leute sich das Ganze angucken werden. Ja, wir sind betrunken. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, eine Wache hat uns was zum Trinken gegeben. Wir sollen uns hier irgendwie an die Wand lehnen und warten. Und, müssen jetzt die Zeit rumbringen. Nee, das will ich nicht. Er hat halt gemeint, wir sollen uns an die Wand legen. Erlegen. Lehnen und... Du warst es doch. Egal. Ja, wir müssen auf jeden Fall Zeit rumbringen. Ich... Tastenkombination, Marker. Wenn man sich das anguckt, die Karte ist schon sehr groß. Wenn ich mir überlege, die neue Karte soll ja doppelt so groß werden. Das könnte schon witzig werden. Da müssen wir auch noch Sachen verteilen. Ich müsste jetzt kurz mal rausfinden, wie ich spulen kann. Guten Abend. Na, Dialoge springen. War ja es ja eigentlich ja fast schon logisch. T für Time. Also manchmal. Was ist jetzt los? Warte bis zum Morgen. Ich habe beschlossen. Achso, begib dich zum Wehrgang der Außenmauer. Ist okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Ach ja, Mist. Da war ja was. Sieh nur, wie sich dieser selbsternannte König die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Ich nenne das ja Erpressung, aber ja. Dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Thalmberg. Das ist er. Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat. Sei kein Narr, oder willst du so enden wie sie? Ich bin Herr Markwart von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen, indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Das ist halt so typisch Mittelalter, ne? Dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thalmberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor. Herrn Ratzig Kobilla,
Dieser verwendete Silber aus den Scarlet'ser Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Scarlet's. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thalberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Schon beeindruckend, das Heer. Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Thalberg aufhält und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt. Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. Das ist schon beeindruckend, das Herr, muss ich schon sagen. Und die Cutscenes sind einfach wunderschön. Aber man muss zugeben, die Burg wäre definitiv schwieriger zum Einnehmen, selbst für dieses große Heer. Gehen wir zurück an die Arbeit, Robert. Weil es gibt halt einfach zwei Burggräben. Und die müssen ja auch mal erstmal überwunden werden. Klar, man würde es natürlich aussitzen, also die Belagerung so lange aussitzen, bis die Leute verhungern, aber ja. Ich freue mich darauf, wenn ich dich jemals wieder sehe. Ach, ey. So. Gut. Ich habe das Spiel auch ein bisschen lauter gemacht, weil ich muss die... Okay, die Fackel jetzt mal wegtun. Nein, das Schwert... Ach je. Achso, ich weiß, wie es auf jeden Fall weggeht. So. Fallen lassen aus. Ist das Doppel-E vielleicht? F? Ah, ich muss ja nochmal nachgucken. Also, wir müssen auf jeden Fall mit Herrn Robert sprechen. Oh, ich bin gestolpert. Hallo. Beste Grüße. Gott zum Gruße. Deshalb griff Sigismund Scarlet's an. Was hat Sigismund vor? Ich muss nach Scarlet's. Robert, ich muss nach Scarlet's. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Herr, meine Eltern liegen dort. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Das ist bestimmt ein Misserfolg, oder? Tut mir leid, Junge. War klar. Du wirst warten müssen, bis sich alles beruhigt hat. Vielleicht ändert dein Herr seine Meinung noch. Was ist denn Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja. Aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf
Allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff der gute Jobst? Was glaubst du denn? Es ist ein wichtiger strategischer Punkt. Er fürchtet die Aufstände. Ja. Weil sich die Herren dort gegen ihn auflehnen und seine Eroberung des Böhmischen Reichs hätten aufhalten können? Teilweise. König Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Gut, Gespräch beendet. Ich werde in Zukunft nur noch die story-relevanten Sachen machen, weil es außer ihr sagt, mach ruhig alle Gespräche durch, aber ja, passiert halt sehr wenig. Dorfbewohnerin. So, jetzt muss ich mal kurz auf die Quests nochmal gucken. Bestatte deine Liebsten in Skalis. Optional beschaff dir ein Pferd, verlasse die Burg. Okay, also erstmal Judah. Gelobt sei Jesus Christus. Gott zum Gruße. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich lege gern mit einer hübschen Dirne in einem Federbett. Aber wie es aussieht, werden wir wohl beide enttäuscht. Herr Divisch befahl, keinen rauszulassen. Vor allem dich nicht. Weißt du nicht, wer ich bin? Zahle auch. Öffne das Tor, sage ich. Weißt du nicht, wer ich bin? Es war so klar. Wenn er sich nicht verzieht. Ich muss meine Eltern begraben. Meine Eltern wurden wie Aas liegen gelassen. Ich muss sie bestatten. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Tut mir leid, mein Freund. Entweder du überzeugst Herrn Robert, oder du denkst dir irgendwas aus, damit ich nicht in der Scheiße lande. Ansonsten, Pech. Was schwebt dir vor? Was soll ich mir bitte ausdenken? Was weiß ich? Eine Verkleidung vielleicht, damit ich dich nicht erkennen kann. Wenn ein Thalenberger Wachmann in voller Gewandung aufkreuzt, lasse ich ihn natürlich raus. Ist doch klar. Na gut. Okay. Ich versuche etwas aufzutreiben. Gut. Beschaffe dir eine Thalenberger Rüstung. Ja, da weiß ich ja schon wie und was. Müssen wir halt ein bisschen klauen. Mein Gott. Kann man machen, nix. So, Tür zu. Erstmal, damit wir nicht sofort bemerkt werden. So, erstmal Entdeckung. Schloss knacken. Schwer, sehr schwer. Da geht nix. Hinsitzen. Da ist nix. Oh, da kommt jemand. Sehr gut. Ganz leise. Mir fällt da gerade noch was ein. Spieler. Hauptstufe Stärke. Haben wir da was dazu gekriegt? Ja, nein, vielleicht? Nein, noch nicht. Okay, ach so, stimmt. Nur da, wo ein Buchstabe davor ist. Hauptstufe. Erste Hilfe haben wir schon. Genau, das wollte ich noch gucken mit euch. Erhöht die Sichtweite bei der Schnellreise, wodurch du... Nee. Der Duft des Mannes. Wenn du schmutzig bist, hast du bei Gespräch mit Frauen... Nee. Das Leben ist hart. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen, bist den Komfort bequemer Betten nicht gewohnt. Je schlechter das Bett, desto besser kannst du schlafen. Umgekehrt. Asket. Du kommst 30% länger ohne Essen aus, aber sobald du Hunger bekommst, sind die negativen Auswirkungen 20% stärker. Nee, wir heben weiter auf.
Geh weiter. Du hast nicht gesehen oder gehört. Komm schon. Ach, wisst ihr, nee, ich will nicht die ganze Zeit verstreichen lassen. Also was ich euch sagen kann, was auf jeden Fall mit dem Controller einfacher ist, du kannst viel besser schleichen. So, ich hätte gern, das finde ich schön. Sehr leicht. Haben wir einen Dietrich? Nee, aber ich glaube, den Dietrich könnten wir, glaube ich, beim Händler welche kaufen. Wir brauchen nur Sachen zum Verkauf. Rustikaler Haselnussbogen, rustikaler Eschenbogen. Nehmen wir beides mit. Weiß nicht, was der andere kann. Ach, den dürfen wir sogar nehmen. Ja, voll gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Schwert oder Schild will. Schwer. Schwert. Nochmal ein Pfeil. La 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 la. Schönes Wetter. Mist. Ich muss jetzt einmal um die Burg. Wisst ihr, das finde ich ist halt ein bisschen doof gemacht. Du musst halt hier tatsächlich doch durch die Wachkammer durch. Oh, Herr Divisch, guten Abend. Machen Sie mal Platz, junger Mann. Ja, geh halt weiter. Entschuldigen Sie. Gott zum Gruße. Mahlzeit, Dorfbewohner. Du bist doch der Händler, wenn ich noch richtig dran bin. Gott zum Gruße. Handeln. Können wir handeln? Stimmt. Wenn du Geld hast? Wenn du Geld hast. Verkaufen. Also alles, was nicht geklaut ist. Ich würde dem mal den Linsen beigeben. Gatterschnapsen natürlich nicht. Verbände auch nicht. Genau, das wollte ich jetzt wissen. Der hat 42, Gewicht 3, rustikaler Eschenbogen. Mist. Minderwertiger Pfeil, den kann er haben. Äpfel. Ich würde sagen, wir nehmen den rustikalen Eschenbogen, weil dafür kriegen wir hier halt doch ein bisschen Geld, ne? Da würde ich doch lieber sagen. Ach halt, nein, das nicht. Warenkorb. Den geklauten nehmen wir wieder zurück. Dietrich kostet 14. Das heißt, wir könnten 2 mitnehmen. Ach nee, ja, genau. Und dann verkaufe ich dir mein grünes Hemd. Kriegen wir das gehandelt? Lässt sich was am Preis machen? Selbstverständlich. Erhalte. Nee. Was sagst du dazu? Das ist zu wenig. Ach komm schon, Junge.
Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Geht doch. So, Ruf verbessert, dann knacken wir jetzt die Truhe. Ganz schön. Guten Tag. Guten Tag. Ich werde langsam verrückt. Komm jetzt ja nicht hier rein. Niemand. Geh weiter. Komm ja nicht hier runter. Was war das denn? Nichts. Absolut nichts. Bestimmt nur ein Tier. Ist das nervenaufreibend? Mittags ist bestimmt Mittagsruhe. Klar, die sind jetzt ein bisschen aufgebracht, die haben was gehört. Uiuiuiui, da weiß man ja nie, ne? Okay, jetzt geht er mir auf Keks. Der ist doch über mir, oder? Okay, jetzt habe ich gleich die Schnauze voll. Rödel nicht, du darfst keine Zeit verlieren. Ja, ach echt? Ziehen uns auf jeden Fall schon mal um. Aber, ja gut, wo sehe ich aus wie eine Thallenberger Wache, ne? Truhenschlüssel? Ich würde mal sagen... Jetzt endlich weg. Meine Güte hier. Okay. Ich hab die Schnauze voll. Alter, ich knock dich bald aus. Guten Tag. Gott zum Gruße. Geh weiter. Mein Gott. Na?
Oh, das ist ja einfach. Auf der Konsole war das ein Jenseits-Scheiß. Ein Schelm, der Böses denkt. La 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 la. So. Erstmal hier rein in die gute Stube, da soll mir ja keiner zugucken. Bin ja ein schüchterner kleiner Kerl. So, okay, also. Gepolsterte Haube. Das Ding. Jagdhandschuh. Das da. Nackenschutz. Dann tragen wir natürlich das Thalmberger Dingsbums, den Bogen. Herrn Ratzigs Dingsbums, hier den Wappenrock. Verbesserte Langstreckenpfeile haben wir genau einen. Wow. Aber die haben wir. So, haben wir noch was? Noch zwei Dietriche. Eigentlich hätte wahrscheinlich wieder einer gereicht. Naja. Egal. So, dann holen wir uns jetzt ein Pferd und machen uns vom Acker. Irgendeins davon ist bestimmt... Was? Aufsitzen und stehlen. Aufsitzen. Rückwärts. Rückwärtsgang bitte. Nochmal ein Stück. Achtung, Achtung. Heiß und fettig. Junge. Gott sei mit dir. Wieso darf ich... Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Tja, da hast du wohl Pech gehabt. Ah, verstehe. Na gut, aber wehe, du sagst doch nur ein Sterbenswörtchen. Mach's Geht gut. Doch. Ah, sehr gut. Okay. Wir müssen wohin? Marker? Doch ein ganz schönes Stück hier. Ja. Richtig tolles Wetter haben wir rausgesucht. Naja. Ach nee, wartet mal, wir sind ja von hier unten hergekommen, ne? Ach stimmt, das ist eine der Mods, wo ich mir tatsächlich überlegt habe, wirklich zu installieren. Wie ihr ja wisst, ich habe ja gesagt, ich will keine Mods installieren. Aber das mit den Büschen. Ja, ja, also das ist schon anders wild. Kann ich bei euch hier noch kurz einbremsen? Ich müsste was essen. Danke. Dankeschön. Danke. Danke. Okay, jetzt aber ab nach Skalitz. Jo. Perfekt. Auf der Flucht. Neue Stufe erreicht. Heimlichkeit. Du wirst hier warten müssen, mein Freund. Es ist besser, wenn ich allein weitergehe. Für was haben wir das Pferd mit? Sieht so aus, als wären sie bereits fort. Da liegen ja aber noch zwei Ortschaften dazwischen. Bis Skalitz. Tod und Verderben, ne? Oh.
Und da ist die zerstörte Burg. Na, noch kurz hier, oh gut, die haben Essen. Ich bin ja nicht hungrig. Ach ne, ich bin ja nicht mehr hungrig. Oh, die haben Groschen. Ja, hauptsächlich halt vergammeltes, ne? Also würde ich jetzt für mich selber spielen, würde ich die ganzen Sachen tatsächlich alle, jede einzelne Leiche durchgucken. Aber so jetzt halt nicht so, ne? Oh, Mond. Man muss ja alles mal sammeln. Das war mir so klar. Da, nochmal hier und piekern. Himmel, nein! Verschone mich, bitte! Jesus! Jesus! Bundhaube. Ja. Hätte jetzt auch Geld dabei haben können, ne? Ich bin ja mal ehrlich gesagt sehr gespannt, wie sehr... Uva-Block, ja, okay. Sich die Leute unterscheiden werden im zweiten Teil, weil jetzt haben die Leute ja sehr viel Ähnlichkeit, also gesichtertechnisch jetzt nicht unbedingt, aber klamottentechnisch halt, ne? So, hat denn keiner von euch Geld? Oh, aber Verband ist auch gut. So. Da ja das Heer... Oh, der hat Geld. Da ja das Heer von Sigismund vor Tal... Ui, eine Axt? Vor Tallenberg stand... Oh, wir sind überladen. Na, ganz grandios. Doch, wieder weg mit dem Ding. Ja, vor Tallenberg stand... Gehe ich schwer davon aus, es wird in Skalitz niemand sein. Behaupte ich jetzt einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn. Okay. Und weiter geht's. So, ist wieder Kohlehändler. Erinnert ihr euch noch? Wo wir in der ersten Folge die Kohle von seinem Vater gekauft haben. Oh Gott. Das ist der Köhler. Sag ich doch. Da hängt einer. Also schlimmer könnte die Stimmung auch nicht sein für sowas, oder? Seelen ihn denn getan. Oh. Hat hier gerade nicht noch jemand geredet? Und weiter. Es wird bestimmt eh schon irgendjemand bemerkt haben, dass wir nicht mehr da sind. Also von dem her... Weiß ich ja nicht, ob die jetzt nach uns suchen, weil sie ja versprochen haben an Herrn Ratzig, dass... Was haben wir denn da? Unterhaltung. Stich. Oh. Ach, hau ab, ja. Angezündet und aufgehangen.
abnormal hier. Menschen können verdammt grausam sein, ne? Okay, da kommen wir nicht rein. Zum Glück hat das Galitz ja zwei Eingänge, beziehungsweise drei. Aber der hintere, der ist kaputt, das weiß ich. Okay. Stimmt. Klettern geht in dem Spiel ja nicht. Da ist noch ein Bandit. Ich frag mich, wie gut das funktioniert. Ach, der guckt uns ja auch noch an. Seh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen ist. Und Stich! Hier wird nicht mehr verschont. Ihn einfach ziehen lassen, ihn unbewaffnet ziehen lassen, den Kampf fortsetzen. Ach so, wow. Ja, Stärke und hier, Dings. Au, oh, Ringelblumenaufguss, sehr gut. Nehmen wir auch alle mit, die Verbände. Gewöhnliche Jacke, die ist kaputt. Die Stiefel. Das gucke ich mir mal an und das. Alte Stiefel. Wo sind denn die neuen Jagdhandschuhe? Aber was denn? Nadel, Nackenschutz. Das ist natürlich besser. Ich habe doch gerade auch noch Schuhe aufgehoben, oder nicht? Alte Stiefel. Das Ding. Egal, ich werde es schon finden. Oh meine Güte. Der Vogt. Er floh nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. Echt? Ach da. Aber sein Geld braucht er trotzdem nicht. Und sein Schwert auch nicht. So, ich kann doch bestimmt irgendwas anderes da. Ach, da sind doch die Arbeitsstiefel. Die wollte ich. Genau. Und die weg. Fallen lassen. Das wird gemampft. Anziehen. Weg. Gut. Okay, dann will ich mal sagen. Du hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Du bist nicht geflohen. Du hast sie nicht im Stich gelassen. Achso, der Deutsche, ja. Hier müssten doch eigentlich unsere Eltern liegen. Hier muss das sein. Wieso tust du mir das an, Vater? Wieso hast du mich allein gelassen? Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal laufe ich nicht weg, nein.
Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Könnt fast denken, er wäre von Rache zerfressen. Aber zuerst muss ich eine Schaufel finden und mich um euch kümmern. Er mit dem Schwert buddeln ist schwierig, ja. Ich weiß noch, wie du mir sagtest, du wolltest neben Mutter leben. Hier. Unter der Linde. Wenigstens kann ich dir diesen Wunsch noch erfüllen. Stelle ich mir äußerst schwer vor. So das Ganze. Es ist schon eine sehr epische, aber auch sehr traurige Geschichte. Und? Nee. Da. Oh, er hat eine Schaufel. Was mich an den Cutscenes immer so ein bisschen stört manchmal. Dass du auf einmal was anderes anhast, wie du eigentlich anhast. Was in Gottes Namen treibst du da? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Ja. Wie ist auf mich losgegangen? Ist das nicht der Köter des Fleisches? Und das da hinten ist seine Leiche? Ja, hast recht. Aber was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Wie auch immer, du blinderst Tote aus. Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen. Was kümmert dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich möchte meine Eltern bestatten. Dann tu das und lass mich in Ruhe. Weißt du, was mit dem Müllers Mädchen Theresa ist? Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie... Ach, stimmt, ja. Nein, ich weiß nichts. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Leih mir deine Schaufel. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist er dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Ein Schwert für eine Schaufel. Klar. Vater schmiedete es für Herrn Ratzig. Ich muss es ihm bringen. Es steht nicht zum Verkauf. Dann hebt das Grab mit dem Schwert aus. Schauen wir mal, wie gut das geht. Und wo willst du deine Eltern eigentlich begraben? Doch nicht hier in ungeweihtem Boden, oder? Vater wollte hier begraben werden und ich kann sie nicht nach St. Jakob bringen. Vielleicht finde ich später einen Pfarrer, der den Boden segnet. Ich habe dich beim Leichenfleddern gestört. Bist du deswegen so gereizt? Du Bastard! Hast du denn keinen Funken Ehre? Und wenn schon. Der Fleischer braucht sein Geld ja wohl nicht mehr. Und wenn ich drüber nachdenke, dein Schwert würde mir auch gut passen. Drückst du es ohne Tamtam raus oder willst du wieder Fleischer enden? Dieses Schwert nur, wenn ich es dir in die Eingeweide treibe. So sieht's aus. Nur mit Schwert, wie? Wir sehen uns wieder, du Wechselball. Komm her. Kann ich dir... Salami? Nee, okay. Na gut, dann nehme ich die wieder.
Wir sind zu schwer, Mensch. Energiesattheit, Verband. Nur 2 Kilo. Karotten weg. Jetzt. Ah, ist auch herzzerreißend. Habt ihr auch schon so Videos gesehen, wo tatsächlich die Hunde an den Gräbern kann meine Eltern plündern? Ja, theoretisch ist mein Erbe, ne? Wo die Hunde an den Gräbern ihrer Besitzer lagen und so. Ganz gruselig. Also nicht gruselig, sondern grausam für mich. Also selbst als Tierbesitzer ist das echt schlimm, oder? Habe ich auch, habt ihr bestimmt auch schon von Geschichten gehört, von wegen, das sind dann die Tiere an den ja, wie gesagt, ja, an den Dings halt gelegen, ne? Gut. Muss ich die jetzt ausrüsten? Oder soll ich jetzt einfach mit Graben beginnen? Ja, dann mit Graben beginnen, wa? Ah, da ist ja Kleine ja wieder. Also ich würde ihn ja irgendwie gern mitnehmen. Verdammt nochmal. Wie soll ich das nur schaffen? Brauchst du vielleicht Hilfe? Das ist Bishek wieder, der kleine Sack. Siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was, Bishek? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Ja. Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Aber zu ihm, ne? Zu vergessen. Den da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, Junge. Uff. Gib uns das Schwert. Und vielleicht lasse ich dich gehen. Wenn nicht, gibt's eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen wird. Lass mich in Ruhe. Töte ihn, na los! Ja, pack den Bastard zu Brei! Wie du willst. Das hätte dich nur ein paar Zähne gekostet. Ja.
Das weiß ich noch, dass den Kampf kannst du ja nicht gewinnen. Ich hab dir ja gesagt, wie das enden wird. Aber du wolltest ja nicht hören. Blut mit dieser Schönheit. Dein Alter hätte sicher nie gedacht, dass es dein Blut sein wird. Ich glaube, es gibt ein Wort für solche Momente. Dein Alter kannte es bestimmt. Aber ich bin bloß ein einfacher Nord. Hast du beim Schmieden geholfen? Ja, bestimmt hast du das. Was für ein Pech. Gerade durch das schwer zu sterben. Hey, ihr Ziegenficker! Oh, Theresa. Hört auf mit den Spielchen. Die Thalmberger. Aber die sind auch jetzt in Richtung der alten Festung geflohen. Ach stimmt, das war jetzt ja der Prolog. Das war Prolog und Einführung. In dem Fall genießt diesen wunderschönen Trailer so lang mal, bin still. Ein sehr schöner, wieder halt eine sehr schöne Cutscene, ne? Ah. Dieser Traum, daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja, sehr gut. Ich wollte einfach mal nur zuboxen, wenn ich... In diesem Spiel kann man so schnell Hass entwickeln. Ging es euch auch so? Brauchst du Hilfe?
Ach, geh. Okay. Es gibt viel zu tun. Es ist hellichter Tag. Steh auf, Heinrich. Aufwachen. Ein neuer Tag. Heinrich. Heinrich, hörst du mich? Heinrich, hörst du mich? Halleluja. Dachte schon, du wachst nie auf. Hattest du wieder Albträume? Theresa? Immer noch Fieber. Onkel wird es nicht gefallen, aber du musst noch im Bett bleiben. Wo bin ich? In Scarlet's? Nein, wir sind in der Mühle meines Onkels in Rathai. Ich wusste nicht, wohin. Ah, wir sind in der Nähe von Herrn Ratzig. Du erinnerst dich wirklich an nichts? Oh, ich habe Bianca nicht gefunden. Ich fand dich, nachdem dich diese Halunken attackierten. Erst dachte ich, du wärst erledigt, aber du hast noch geatmet. Warum nur bist du zurückgekehrt? Das war Wahnsinn. Sie schlachteten jeden ab, den sie erwischten. Meine Eltern, ich wollte sie begraben. Ich musste... Keine Sorge. Ich habe das erledigt. Danke. Jeder gute Christ hätte das getan. Aber jetzt musst du schlafen und wieder zu Kräften kommen. Einige Tage im Fieber waren später. Kurze Frage. Also wie gesagt, ich habe Bianca vergessen, den Ring mitzunehmen. Ich weiß, das weiß ich noch. In der Leiche liegt ihr Ring. Hast den ganzen Tag verschlafen. Was mir jetzt auch erst auffällt, ich wusste gar nicht, dass das teilweise so desynchron ist. Wir waren schlimmer als das. Aber egal. Aber wenigstens ist das Fieber weg. Ich bin erschöpft. Ein Wunder. Ich bringe dir Wasser und etwas zu essen. Ruh dich währenddessen aus. Du bist noch schwach. Und noch später. A few minutes later. Wie geht es dem Verletzten heute? Ging mir nie besser. Nicht seitdem sie mich ans Rad gebunden und auf dem Marktplatz gevierteilt haben. Wie es scheint, ist dein Sinn für Humor zurück. Dir geht's also wirklich besser. Mein Onkel wird erfreut sein. Es war nicht leicht, ihn zu überreden, dich bleiben zu lassen. Hättest du noch länger herumgelegen, hätte er dich wohl einfach auf die Straße geworfen. Wow. Nun, bis du eine Bleibe hast. Aber mein Onkel erwartet eine Bezahlung für die Bleibe, Kost und Wundsorge. Ich liege hier schon viel zu lange herum. Ja, genau. Onkel wird sich freuen, wenn er ein Maul weniger zu stopfen hat. Aber geht's dir wirklich gut? Gut genug, um zu tun, was getan werden muss. Wo finde ich Herrn Ratzig? In der unteren Burg zu Pirkstein. Er ist Herrn Hanusch von Leipers Gast. Aber ich bezweifle, dass jemand wie du einfach hineinspazieren und eine Audienz erbitten kann. Ich kenne Herrn Ratzig und habe ihm nicht wie aufgetragen sein Schwert gebracht. Ich muss ihn sehen. Wie du willst. Aber zuerst musst du mit meinem Onkel sprechen. Du hast hier über 2 Wochen im Fieberwahn gelegen. Und er hat den Apotheker und die Arzneien bezahlt. Du schuldest ihm einiges. Ich liege hier seit 2 Wochen? Mein Gott. Besser 2 Wochen im Bett als eine Ewigkeit im Grab. Das stimmt. Wäre Onkel nicht gewesen, wärst du nicht mehr hier. Ich verdanke euch, mein Lieb. Ich muss an die Arbeit. Aber im Moment habe ich Wichtigeres zu tun. Mehr hast du nicht zu sagen? Ups. Nach allem, was wir für dich getan haben? Tja, wie es dir beliebt. Entschuldigung, darf ich nochmal? Okay, das ist unsere neue... Wir haben jetzt ganz viele neue Quests und so weiter. Und es war jetzt eine Viertelstunde Cutscene. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wenn es euch auch immer noch nach einer Stunde gefallen hat, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert den Kanal unbedingt, lasst einen Daumen nach oben da und haut in die Tasten. Es ist einfach so ein wunderschönes Spiel. Seht ihr es auch so, die Cutscenes und alles Mögliche. Ja, und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Wiki sagt Tschüssikowski.